Heute mal wieder auf der Isle of Mull unterwegs. Ich habe für euch einen Legic dabei, 18 Jahre, und den habe ich zum richtig coolen Kurs bekommen. Nach dem Intro gucken wir uns das Ding genauer an. Los geht's, Kinders. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder auf der Isle of Mull unterwegs, habe für euch einen Legic, 18 Jahre dabei. Der war sehr günstig, muss ich dazu sagen. Und zwar hat den mir der Eike aus der Community mitgebracht. Der hat den am Flughafen gefunden für, ich glaube, knapp 85 Euro. Das ist ein absoluter Schweinepreis, wie ich in letzter Zeit immer zu sagen pflege. Und da kann man natürlich nicht Nein sagen, wenn der normale Preis um die 120 bis 130 Euro liegt. Legic in letzter Zeit, finde ich, werden die immer cooler. Also mir gefallen immer mehr Abfüllungen davon. Gerade auch der 10er ist eine richtige Bank. Und deswegen musste jetzt mal der 18er her. Ja, ich weiß, viele von euch schwören auf den alten 18er in der Holzbox. Den habe ich aber bisher noch nicht probiert. Deswegen kann ich hier ganz unbefangen an diese Abfüllung in der neuen Box hier rangehen, die übrigens auch 46,3% hat. Ja, wir haben hier Ex-Berm-Reifung mit Finish in Sherry-Casks. Was genau, steht hier glaube ich nie mit drauf, habe ich zumindest nicht gefunden. Ich gucke nochmal, witzig ist, manchmal sehe ich ja auch Sachen erst im Video selber. Ihr kennt das ja von mir. Vorbereitung ist nicht meine Stärke, aber ist nicht so schlimm. Ich sage ja immer, dafür guckt ihr den Kanal auch. Wenn ihr alles perfekt vorbereitet haben wollt, dann gibt es da genug andere Kanäle für. So, 46,3%. Bin gespannt, wie der ist. Legic, wie gesagt, mag ich momentan. Kommt bei mir eigentlich immer gut an. Bin gespannt, wie das jetzt wird. Ich muss, oder ich fand übrigens sehr, sehr lustig, ich habe ein Einsteiger-Tasting bei der Brennerei Hubble gegeben und was heißt Einsteiger-Tasting? Es war so ein Region-Tasting und ich habe da Legic 10 reingeschmuggelt in dieses Tasting und ich glaube, am Ende waren alle Legic 10 ausverkauft. Alle wollten Legic 10 haben. Das war so krass, wo du einfach nur denkst, geil, so viele Anfänger, so viele Leute, die neue Whisky kennengelernt haben und die sagen dann, yes, ich habe mir Legic 10 geholt. Das fand ich ein bisschen cool. Ne? Weil Legic 10 ist halt ein geiles Ding, muss man einfach sagen. Aber jetzt bin ich gespannt, wie der hier ist. Weil ich muss schon sagen, hier riecht sehr süß gerade. Also Nase rein, los geht's, Kinders. Achso, und danke nochmal an Eike fürs Mitbringen. Ne? Das ist absolut ein super guter Kurs gewesen. Da konnte man einfach nicht Nein sagen. Oha. Der riecht ordentlich muffig. Und ja, der hat auch diesen Kuhstall-Moment. Aber es ist eher so, ich muss gerade daran denken, wie im Kuhstall Silage reingefahren wird. Kennt ihr Silage? Das ist gehäckselter Mais, der wird so aufgeschichtet, dann kommt da so eine Folie drüber und dann fermentiert das unter der Folie so ein bisschen. Und ich finde, es riecht so, als wenn die Kühe gerade mit Silage gefüttert werden. Aber der hat nicht so viel Rauch. Das muss ich schon mal sagen. Ich mache mal eben meinen Handrückentest. Ah, okay. Am Handrücken habe ich wieder Rauch. In letzter Zeit ist das echt krass, ne? Ich habe super oft Whiskys in letzter Zeit gehabt, wo ich im Glas kaum Rauch gerochen habe. Und kaum mache ich die auf den Handrücken, kommt da die volle Ladung Rauch. Also in der Nase ist es wirklich so ein leichter, vielleicht noch so ein bisschen Gummiabrieb mit dabei. Aber ansonsten ist es für mich echt so ein neu eingestreuter Kuhstall, wo gerade Silage gefüttert wird. Auch überhaupt nicht so süß oder so. Es ist eher so, geht so eher mit, für mich wieder in diese herzhafte Note so ein bisschen. Ich habe auch so eine Kräuternote mit dabei. Eine leichte Salzigkeit auch. Ich muss auch gerade an so einen Bergkäse denken. Ne, kennt ihr diese Rohkäse, diese Bergkäse, die so ein bisschen intensiver im Geruch und im Geschmack sind? Also nicht so ein richtiger Stinkerkäse, sondern so ein angenehmer Geruch. So in die Richtung, finde ich, geht das. Aber ansonsten finde ich den sehr spannend in der Nase, muss ich sagen. Da würde mich mal interessieren, wie der in einem Blind-Tasting abschneidet. Also spannend, echt. Gut, ich probiere mal. Slange, Kinders.
überraschend cremig. Ich habe eigentlich gedacht, der ist so richtig straight, ne? Der gibt so richtig Gas, aber der ist super cremig und der schmeckt, also wirklich, der schmeckt wie dieser Bergkäse mit Weintrauben. Ne? Kennt ihr früher diese Käsespieße, Partyhäppchen, keine Ahnung was? Nimm diesen Bergkäse, mach eine Weintraube drauf, isst das zusammen, hau da eine Ladung Rauch drüber, dann hast du diesen Geschmack hast du gerade im Mund. Da ist so eine ganz leichte Ingwer-Schärfe mit bei, die das super klasse begleitet. Und es ist einfach nur so eine Mischung aus diesem würzigen Käse, dieser leichten Frucht dabei, diese leichte Fruchtsäure mit dabei. Du hast ein bisschen Zitrusnoten dabei, du hast die Rauchnote dabei. Das ist einfach eine echt leckere Kombi. Es ist echt, vielleicht könnte man auch sagen, es ist eine Creme. Also quasi, du hast das alles mit in den Mixer gehauen und machst da eine Creme draus und isst das dann. Also es ist wirklich super, super cremig. Super angenehm, auch ein angenehmes Mundgefühl. Probier nochmal einen Schluck. Echt lecker. Aber ich muss sagen, der ist so ganz nah an dem Punkt dran, wo es zu dünn wird. Wo ich sagen würde, ein Ticken mehr Alkohol wäre noch geiler gewesen. Aber ist echt schon meckern auf hohem Niveau. Aber es ist so dieser Moment. Also kennt ihr das so? Du hast so diesen, das ist dieser Mittelweg zwischen hat zu wenig Prozente und hat zu viel. Ne? Und irgendwo so ein Mittelding hätten die da finden müssen, da muss man da finden. Aber ich finde, es ist so ein hart an der Grenze, wo ich sagen würde, fährt fast mit angezogener Handbremse. Aber ist noch okay. Also ich würde sagen, ist schon ein leckeres Ding. Vor allem, ich finde die Nase halt super spannend. Also vor allen Dingen, weil du in der Nase hast, du halt auch keine großartige Süße irgendwie so. Oder wo du sagen würdest, ja, da komme ich irgendwie auf so ein Sherry-Fass. Ne? Das ist echt spannend. Jetzt nach dem Problem, wenn du riechst, hast du noch intensiver diesen Bergkäse und diesen Kuhstall einfach mit Silage. Und was ich auch finde, ist, dass der ist im Abgang nicht lange da. Baut relativ schnell ab. Das Einzige, was so ein bisschen bleibt, ist so dieser leichte Rauchmoment. Aber du hast so eine ganz leichte salzige Note noch mit dabei. Aber ansonsten ist der Whisky an sich schnell weg nach dem Trinken. Also ist jetzt nicht so weit, wo man halt lange diesen Geschmack im Mund vorhält und sagen kann, ich habe gerade einen Lecik 18 getrunken. Ledeik. Also wie gesagt, mir gefällt der. Ich glaube, ich bin bei 4 bis 5 Daumen hoch. Wie gesagt, ich glaube, ein bisschen mehr Alkohol tut ihm gut. Ich glaube, das wäre so, ich glaube, so bei 48 oder 50% wäre der, glaube ich, wirklich perfekt. Aber so, mein Gott, ganz ehrlich, für die 85 Euro, 18 Jahre alten Lecik, das Zeug wird auch immer teurer, da kann man echt nicht meckern. Ich weiß nicht, ob ich 120 oder 130 Euro dafür cool finde. Das finde ich eigentlich schon ein bisschen too much, aber man muss einfach denken, wir kriegen einfach das Zeug nicht mehr für unter 100 Euro leider. Die Preise explodieren gerade dermaßen und wir wissen ja alle, wo das gerade hinführt, aber wenn ihr im Flughafen seid und ihr seht das Ding für 85 Euro, dann packt es ein. Aber für 120, 130 Euro würde ich mir halt nochmal überlegen, ob es unbedingt sein muss. Wie gesagt, der 10er Lecik ist auch lecker. Es muss nicht immer der 18er sein. Aber man merkt, das ist ein gesetzterer Whisky, der ist halt schon älter, das merkst du halt. Ne? Der ist halt nicht so voll auf die Fresse und gibt nicht Vollgas, sondern der ist halt schon etwas gediegener. Naja. Schreibt mir gerne mal euer Feedback in die Kommentare, würde mich sehr darüber freuen. Wenn ihr Bock habt, lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Das bringt mich weiter und jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.